herzlich willkommen zurück zu einem neuen Zwischenbaufortschritt von meinem Cross-AC Demon. Dann seht ihr die Karosserie und den Heckaufbau, was soweit schon fertig ist. Ich hatte euch im letzten Video gezeigt, dass ich den Rahmen soweit schon zusammengeschraubt habe. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe jetzt die Radioplatte, wo hier der Empfänger und der Regler montiert wird und von die Steuern halt von der Seilwinde. Das habe ich schon montiert. Die Stoßstange vorne, die habe ich ja mattschwarz lackiert, wie ihr schon gesehen habt. Da habe ich die, wie ich finde, wunderschöne Seilwinde drauf geschraubt. Und die Schäkel, welche auch aus Metall sind, auch angebaut. Die Seilwinde ist auch komplett aus Metall, kein Kunststoff, aber die Stoßstange ist aus Kunststoff. Das war soweit das zu dem Chassis. Dann habe ich weitergemacht. Ich habe die Dämpfer fertig. Das ging eigentlich ganz schnell. Ja, wird sich zeigen, sind für meinen Geschmack etwas straff. Aber das wird sich dann ja im Fahrbetrieb wird sich das dann herausstellen. Da kommt ja noch ein bisschen Gewicht, wiegen tut er ja auch ein bisschen was. Und dann wird man ja sehen, wie sie performen im Gelände. Das war das, davon haben wir 4 Stück. Auch komplett aus Metall. Der Deckel oben, die Mutter unten. Ja. Und Dual Springs sind das. Also die haben hier 2 verschiedene Federn. Da ist dann in der Mitte so eine Kunststoffscheibe. Und hier oben kann man die Federvorspannung einstellen. Ja, das war soweit das. So, dann bin ich jetzt an dem Punkt angelangt, wo ich die Achsen machen werde. Und zwar war ich erst am Anfang ein bisschen verwirrt bei den Achsen SG4B. Da war nirgendwo A, B, da steht normalerweise mal C. Aber dann habe ich gesehen, da war noch ein extra Blatt dabei. Und da kann man sehen, dass das extra für die C-Version von dem Cross-AC ist. Hier wird zwar gezeigt, wie die komplette Achse montiert werden kann. Hier und hier die Lenkung. Aber geliefert bekommen tut ihr sie so. Die Schrauben habe ich hier schon eben rausgedreht, weil ich da noch reingucken wollte. Aber die ist auch komplett montiert. Ich werde nochmal gucken, ob überall Schraubensicherung dran ist. Die Achse ist auch komplett aus Metall. Ist kein Kunststoff dran. Und dann wollen wir hier mal reingucken, wie gut sie das mit dem Fett gemeint haben. Ja, für meinen Geschmack ist das ein bisschen wenig. Ich werde das noch ein bisschen nachfetten. Sieht auch sehr gut und hochwertig aus, die ganze Geschichte. Läuft auch sehr ruhig und gut. Die Achse vorne hat CVDs. Ja. Okay, dann werde ich das jetzt mal nachfetten. Und wenn ich die Achse, oder vielleicht mache ich auch gleich noch im gleichen Abwasch die hintere, da werde ich auch gleich noch reingucken, ob die auch genug gefettet ist. Und dann melde ich mich wieder mit dem nächsten Fortschritt. Moin Moin, hier bin ich wieder. Ja, ich habe jetzt ein wenig weiter gebaut. Ich habe die Achsen jetzt soweit fertig. So sieht das Ganze im Moment aus. Dämpfer. Ja, da war ich am Anfang ein bisschen skeptisch, dass die so rum eingebaut werden sollen. Da habe ich mal mit dem Verkäufer oder mit dem Mann gesprochen, der diese Autos verkauft. Und er sagt, ja, die werden tatsächlich so rum eingebaut. Na, also, das habe ich noch nie gesehen. Das ist für mich das erste Mal, dass ich das so sehe. Ja, aber gut, da wird sich Cross-AC schon was bei gedacht haben. Hier ist die Vorderachse. Die links alle zusammengeschraubt. Die Antriebswellen. Teleskopantriebswellen. Die sind aus Stahl. Die links auch aus Metall. Hier vorne
Einzige, was so Kunststoff ist, ist hier der Servohalter. Der Rest ist komplett aus Metall. Das Servohorn, das habe ich noch zusätzlich gekauft, das war da nicht bei. Ich finde, das passt farblich wunderbar zu dem Auto. Und sonst, was gibt es dazu zu sagen? An der Vorderachse war eigentlich alles soweit in Ordnung. Ging alles gut zusammenzubauen. Nur, man muss einmal genau gucken, die Links, wie die zusammengeschraubt werden. Einmal, dass das eine Auge nach unten steht und das eine Auge nach oben. Das ist hier. Ja, okay, das ist eine Seite davor. Mal gucken, ob ich das finde. Ja, guck mal, da ist es ersichtlich, aber da, wo die Links. Wo haben wir das denn? Da, wo die Links zusammengeschraubt werden. Ja, genau da heißt das. Da ist es nicht zu sehen, wie sie gedreht werden. Das sieht man erst nachher, wenn sie angebaut sind. Auf dem mittleren Foto. Da, wo sie zusammengeschraubt werden, sieht das so aus, als wenn die einfach flach sind, aber da sind die einmal um 90 Grad verdreht. Ja, das ist das Einzige, was mir an der Vorderachse sowie an der Hinterachse aufgefallen ist. Ups. Das ist hier die Antriebswelle auseinandergezogen. Ja. Sonst war hier der Aufbau eigentlich selbsterklärend. Ich habe da, wie gesagt, einmal ins Diff reingeguckt und das alles soweit gut. So, jetzt kommen wir einmal zur Hinterachse. Da sind mir ein, zwei Sachen aufgefallen, was ich, ja, wie soll ich sagen, ob sie es einfach vergessen haben oder einfach geschlampt haben bei der Herstellung. Hier ist genau das gleiche mit den Links. Hier werden die so gezeigt, dass sie zusammengebaut werden, aber in Wirklichkeit müssen die 90 Grad verdreht sein. Das aber alles soweit okay. Aber dann kommen wir jetzt zur Hinterachse. Und zwar da, wo die Dämpfer montiert werden und die untere Schraube. Wie man das hier sieht, ist auf dieser Seite keine Mutter zwischen. Die werden einmal so eingeschraubt. Dann kommt hier so ein Abstandshalter zwischen. Aber bei mir war das der Fall. Ich musste das so machen. Und zwar, hier unten muss ich längere Schrauben nehmen. Und hier oben hatte ich hier leider im Moment noch keine längeren, deswegen muss ich diesen Abstandshalter hier weglassen. Da fehlen die Gewinde in den Achsen. Hier auf dieser Seite. Da fehlt das Gewinde komplett. Da kann man das raus und reinstecken. Dann musst du das mit Muttern von außen kontern. Und was mir noch aufgefallen ist, auch diese Schrauben hier sind ein Ticken zu lang. Die müssten eigentlich auch kürzer sein. Könnten eigentlich eine Mutternbreite kürzer sein. Sonst auch hier, wie gesagt, Stahl-CVD verbaut. Ja, Dämpfer auch verkehrt herum. Ups, Entschuldigung, hat gerade aufgepasst. Dämpfer auch verkehrt herum. Sieht so aus. Alles soweit okay. Dann kommt als nächstes jetzt die Hochzeit sozusagen mit dem Chassis. Und dann geht es langsam auf den Endspurt zu. Ja, ich melde mich dann im nächsten Video, wenn das Chassis soweit montiert ist, und dann schauen wir weiter. Bis dann, ciao.